Heute war Miffy in der Schule. Miffy hatte ihr Lieblingskleid angezogen. Ihre Freunde holten sie ab. Die Schule ist nicht weit weg von Miffys Haus. Sie hat große Fenster und in jedem Fenster stehen Blumen. Die Lehrerin erwartete die Kinder schon an der Tür. Miffy mochte sie sofort, weil sie eine wunderschöne Kette trug. Als es klingelte, setzten sich die Kinder an die Tische. Und die Lehrerin begann mit dem Unterricht. Zuerst malten die Kinder einige Wellenlinien. Das wird euch beim Schreibenlernen helfen, sagte die Lehrerin. Dann malte die Lehrerin zwei Pilze an die Tafel und darunter malte sie noch drei weitere. Wie viele Pilze könnt ihr zählen? Richtig, das sind fünf, sagte sie. Als nächstes lernten die Kinder ein Lied. Sie standen auf und sangen zusammen, während die Lehrerin dazu dirigierte. Dann bauten sie eine Stadt aus hellen, bunten Bauklötzen. Es gab Häuser, Kirchen und ein Tor. Passt auf, werft sie nicht um! Bald war es Zeit für die Pause. Die Kinder gingen nach draußen zum Spielen. Dort konnten sie herumrennen oder klettern oder tanzen. Das machte viel Spaß. Nach der Pause sagte die Lehrerin, jetzt wollen wir etwas malen. Miffy malte einen Baum und etwas Rundes, Blaues. War es die Sonne? Oder vielleicht ein Ballon? Die Lehrerin heftete alle Bilder an die Wand. Eine Burg, einige Boote, ein Flugzeug, ein Haus und Bäume. Jedes Kind hatte etwas anderes gemalt. Jetzt lese ich eine Geschichte vor, sagte die Lehrerin. Miffy und die anderen Kinder setzten sich auf den Boden und hörten zu. Sie las die Geschichte von einem kleinen Waschbären und seinem Freund, dem Pinguin, vor. Bald war es Zeit, nach Hause zu gehen. Die Lehrerin winkte Miffy und ihren Freunden nach. Auf Wiedersehen, sagte sie. Morgen sehen wir uns wieder.